Ja, Laserwichser, ey. Scheiße, normale Gestalt. Fuck. Ich aufpasse nur drin. Okay. Glück gehabt bei der Explosion, dass es nicht so krass war. Diese Krähen. Schon das Geräusch ist ja schon irgendwie wild hier. Laser Guy. Drecksack. Ja, und immer noch geht sie an, seit Jahren. Was klingt denn da? Was klingt denn das da? Das weiß so ich leider nicht. Ja, ich auch nicht. Ich weiß auch nicht, ob du nicht Drecksack sag. Einfach dich anschaltest. Oh, ohne Gestalt. Gestalt später erst. Oh. Den Golem neu, dass er wieder volles Leben hat. Jo. Schau, was das, was der jetzt mal macht. Also der macht auf jeden Fall Blitzdings. Sein Schiff wird YouTube sein, klar. Natürlich. Jo, geh halt direkt mit deiner Scheiße in meine Fresse, hey. Drecksau. Wow. Wow. Keine Heiltränke mehr. Oh, jetzt ist es schwierig. No Mercy, ja. Angenehm. Angenehm, Gags. Get off. Ja, ich gehe. Also, wenn du tot bist, gehe ich auf deinem Schiff. Pick dich. Ja. Doom. Jetzt war es einmal Doom hier. Golem. Mein rechtes Ohr juckt, ich muss jucken, ich kann hier nicht spielen. Ist eigentlich Pause im BS gedrückt? Wir sind hier im Full Singleplayer. Oh mein Gott. Wie viel was ist denn hier alles? Hallo? Was für Fähigkeiten sind denn hier alles? Scheiße, ich. Das war das Wichtigste. Okay, das darf ich looten. Das ist dann bestimmt krass, wenn ich das looten darf. Zauberschaden? 18. Ausdauerschwelle. Lebensregeneration. Naja, ich weiß ja nicht. Okay, das ist wieder ein anderes Ding. Wie juckt es jetzt hier so? Erhaltener Schutz bei Trankeinnahme. Verringert Zauberschaden, verringert RP-Regeneration. Toll. Doll. So, also was will dieser Fuzzi? Was will dieser Fuzzi von mir? Oh, falscher Knopf. Und wie machen wir das? Mir egal, wie wir das machen. Achso, ich wollte leveln. Hier habe ich eins ready da. Wo noch? S? Oh, bei allem haben wir eins ready. Oh mein Gott. Oh mein Gott, wir haben bei allem eins ready. Hier. Aber ich gehe trotzdem, trotz der Loot-Filters, auf Endgame-Skill hier. Weißt du? Das muss ich ja nochmal komplett umskillen. Drehe ich ja durch. Auf 5 Stück will er haben. Okay, wo bin ich? Ich bin bei dem Fluch gerade. Hier, Fluch. Zack. Was will er da? Die Sense viermal? Viermal, okay. Dann gehen wir bei der Sense selbst. Ist total wild, dass ich hier Sense skill und dann die Sense selbst. Sense selbst wollen wir das hier zweimal. Habe ich. Und
Das Ding hier, was wollen wir da wieder? Diese Schnittergestalt, dieser Name ist so scheiße. Wie heißt er? Reaper-Form. Du kannst dir das nicht vorstellen, das heißt Schnitter auf Deutsch. Reaper. Das ist doch ein gigantischer Name. Schnittergestalt. What the fuck? Ich kann das nicht. Ich kann das doch nicht ernsthaft Schnitter nennen. Mein Gott. Mein Gott. Sentinel, ist das eine andere Klasse oder ist das einfach nur ein anderes Bild der gleichen Klasse? Was ist denn jetzt passiert? Hilfe von einem Onkel. Ja. Ja, ja, Onkel, ja, alles klar. Ach, ganz andere Klasse, okay. Ich glaube, das sammelt man automatisch an, ne? Wenn man hier kommt, nochmal neu spawnen den. Man kriegt eigentlich meine essentielle Fähigkeit, wie sie in dem Guide steht. Ihr Schild. Bin ich in der Ding? Bin ich in der... Welchen Ära bin ich denn? Ah, okay. Ich dachte, ich bin im Altertum. Das ist eigentlich das Geilste wegen Dinos. Dinos Main. Dinos Beste. So, was sind wir denn hier? Ist aber auch schön hier. Ich mag das eigentlich so schön hell. Dieses Düstere hier weiter in der Zeit voranschreitet, das finde ich halt... Finde ich... geht so. So, schön hell, gemütlich. Das ist ganz geil eigentlich. Jawohl. Gut, dass ich nicht eben geskillt habe. Ich glaube, mit 35, ah, schon wieder. Also, was ist denn mit diesen Unterhosen, ey? Gestern schon. Ist ja. Aua! Voll in die Eier reingerammt. Die Unterhose. Das quetscht und schneidet, ey. Als ich noch dicker war, hatte ich das Problem nicht hier. Oh, what the f. Ja, zu spät gesehen. Noch nicht richtig hingesetzt hier. So, sowas wie der. Ach, das ist der ganz erste. Hammer, die in Diablo 2 nie gezockt. Mal gucken. Ich hatte ja schon am Anfang gesagt heute, dass ich habe ja jetzt schon quasi die Spells und die Skills vom Endgame, ne? Nur noch ein Spell ändert sich, das ist der Golemfeld weg. Aber sonst mache ich jetzt immer das gleiche die nächsten 100 Stunden, solange ich das spiele. Immer den Fluch drauf, immer die Gestalt, immer diese Sense, das war's. Fertig. Das wird jetzt die nächsten 200 Stunden so sein. Gefühlt. Ich muss mal schauen, wie lang das dauert hier. So List and Repeat, weißt du? Oh, ich tick so krass runter. Alter, Alter, Alter. Ist gefährlich hier. Hier, Fluch. Hinporten. Fertig. Und dann halt rechte Maus lassen. Das. Und Fluch, zack. Und jetzt die nächsten 1000 Level. Yo. Boah, ich habe mich gestern an den Film Tram erinnert. Ich fand den so geil, muss ich nochmal rein. Da gibt es ja 6 Teile. Teilweise schon ein Trash-Film, aber ist schon cool irgendwie gewesen. Ups, sorry. Mikrofon. Ich muss das Mikrofon weiter wegnehmen. Ich habe es eh sehr laut gemacht. Nur nicht so laut wie früher. Was für... Hallo Sinker, du hast den Weg gefunden. Ey, cool. Du bist einer der wenigen, die den Weg gefunden haben. So ein Monat... Jeden Monat gibt es 1 bis 2 Einladungen. Die erste Einladung im Februar vor 2, 3 Wochen hat der nicht gepeilt mit dem hier. Beste, was geht? Das Geile ist,
Du bist zwar jetzt im Discord, aber du bist nicht im Discord. Ich kann dir auch den direkten Link zum Discord schicken. Jetzt bist du nur auf der Page eingeloggt und darfst nur einen Kanal sehen. Wie geht's? Schön, dich zu sehen. Schön, dich zu sehen und ja. Wegen vielen körperlichen Problemen, sage ich mal, war ich lange Zeit inaktiv. Hast du den langen Text bekommen? Leider seit circa 2 Wochen Probleme mit Augen. Problem mit Augen, so fremdartiges Gefühl im Augen, immer so stechen, ob man was drin hätte. Wie geht's, wie steht's, alte Vorort? Da fragt er noch auf welcher Plattform, total geil. Ich habe in dem Text halt die Homepage geschrieben, aber anders halt ausgeschrieben, damit nicht gleich Discord hier, Dings da, spoilert. So. Die sind so stark jetzt, die Monster mittlerweile hier. Da kriege ich irgendwelche Dots, dass ich fast verrecke. Willkommen in meinem kleinen, gemütlichen Projekt in so einer Runde, wo man sich mal trifft am Abend oder wann auch immer. Kein Heiltrank, ich werde sterben, oder? Nee, doch, 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 hier, da. Wie ich runter tick. Ja, das Spiel ist gestern angefangen. Und ich war mir nicht sicher, ob ich da sowas spielen soll. Ich bin ja kein Diablo-Guy. Aber ich habe mir auch Testvideo angeschaut. Und ja, zwischen 20. und 22. Februar kamen ja so viele Games raus und da musste ich mich ja entscheiden. Sonst kannst du alles nicht mich bezahlen, hier die 100 Games. Aber die stehen noch auf der Agenda, die werde ich noch nachholen. Ich habe erst eins getestet, das habe ich zurückgegeben und habe mich gewartet, bis der Refund da ist, um mir das jetzt zu holen. So, bla bla bla. Es wieder mal eine Sidequest. Lang keine Sidequest mehr gehabt. Gestern am Anfang eine Menge. So, wieder ein Schluck Wasser, denn meine Fresse trocknet aus, ey. Okay. Die Würmer sind in dem anderen Level. Wer waren da so die Arschlöcher? Nein, nicht die Krähen. Diese einen komischen Typen, die so gespuckt haben. Also VIP ist jeder, der da ist, automatisch. Weißt du, weil ich lade nur die VIPs hier ein. Also, falls du mir noch hörst oder nichts mehr geschrieben hast. Das sind halt die Verbleibsel der Leute, die über die 10 Jahre streamen. Weißt du? Ich habe mich ja 10 Jahre lang gequält. Pure Qual. Ich weiß es nicht, welches Qual-Level, wenn man das vergleicht. Aber war wild. Bestimmt Qual 100.
Jawohl, next level. Ja, ich glaube, ich skillte bei 35. Ich glaube, bei 35 habe ich wieder einen Slot frei. Habe ich gesehen, habe irgendwann mal. Dann passt das schon. Oh, ich habe schon gedacht, ich bin tot. Boah, wenn im Winkel das so runtergeht. Aber ist ja okay, ist ja nur meine Energie abgelaufen. Alles gut. Meine Schattengestalt, oder wie heißt die? Schnittergestalt. Hey, bitte, bitte tut die Übersetzung wegnehmen. Oder ändern. Weil Reaper ist nicht, ist doch nicht der Schnitter. Das ist ja Katastrophe. Schnitter mit der hier, ey. Hab das Brot schmieren hier. Was ist denn das für einer? So ein Rollmops hier. Ja, Sensenmann oder so, ne? Aber Schnitter, vielleicht ist irgendwas. Oh Gott, scheiße, ein Boss. So ein kleiner. Oh mein Gott, ich hasse den. Nicht runterticken. Schau mal, wie ich runtertick. Schau mal, wie ich runtertick. Digga. Kurz auf die Gestalt warten. Was mein Essen verkocht? Ja, nicht so schlimm. Einfach rein da. Hast du noch mitbekommen, was ich erzählt habe? Wegen VIP und sowas? Oh mein Gott, wie ich den Typen hasse. Der verliert ja kaum Leben. Oh, da sind die stark hier. Hallo. Wieder so ein Laser- und Port-Guy. Oh mein Gott, diese sind so krass. Also ich habe gemeint, hier ist jeder VIP, der da ist, weil es ist halt so Leute, die nach 10 Jahren Streaming-Qual übrig geblieben sind oder die ich da kennengelernt habe. Weißt du? Jeder, der hier ist, ist VIP. Ich lade halt Monat, wie ich schon im Text geschrieben habe, 1 bis 2 Leute ein. Und der letzte, der eingeladen wurde, hat den Weg nicht hierher gefunden. Irgendwie durch die Homepage. Und man kann halt sagen, echt jeder ist VIP. Aber nach 10 Jahren Nerven, 10 Jahren Qual hatte ich keine Lust mehr auf diese komische Plattform-Scheiße da. Ich mache jetzt schön entspannt hier meine Aufnahmen, veröffentliche die Lang- und Kurzvideos auf YouTube und währenddessen quatsche ich halt mit euch, wenn ihr wollt. Ganz gemütlich. Boah, die werden immer stärker. Ja, und ich habe noch gesagt, ich habe das Spiel gestern angefangen. Und fertig. Weißt du nicht so viel, kenne mir nicht so viel aus, aber ein bisschen, oh. Ja, jetzt, wo ich meine Gestalt nicht habe, oder? Oder, jetzt, komm. Boah, Alter. Zum Pick. Immer so schön neben so einem Brunnen zu kämpfen, dass man ja... Oh, kann ich dagegen tanken? Ja, kann ich dagegen tanken. Wow, chill. So, auf geht's. Halt, trinke einen sammeln, dann go. Ah, cool, hat geklappt. Was machst du dir denn Schönes? Ah ja, und falls du es vorher nicht gehört hast, dann willkommen bei dem entspannten Projekt. In meiner Bar, wo man abends ab und zu mal abhängt, ein paar Stündchen. Wenn man Lust hat. Mhm. Oh.
denn wieder in die Küche gerannt hier? Nudel mit Hähnchen gefüllt. Echt? Nudel mit Hähnchen gefüllt? Das ist wild. Das ist lecker. Ich mag Hähnchen. Aber ich sag mal so, ich esse momentan nicht ganz so viel. Das ist meine Nahrung. Be water, my friend. Mhm. Ist auch auf der Homepage nachzulesen. So. Wie geht's? Wie steht's? Also ich kann dir mal direkt einen Invite-Link schicken. Dann kannst du auch so im Discord sein. Und du möchtest. Du kannst auch so im Discord chillen. Video schon auf der Page im Discord schreiben oder wie auch immer. Sensenmann-Form. Psycho-Form hier einfach. So, ich muss ja eigentlich mal zurück. So, ich wollte da nicht verkaufen hier. Ist nichts, was hier besser ist jetzt, oder was? Chance auf Rüstung? Nein, nein. Ich weiß gar nicht, auf welche Werte ich eigentlich gehen soll. Hm. Ich glaube, von hier ist nichts, was besser ist. Egal, gehen wir mal kurz verkaufen. Seit dem neuen Filter haben wir ja jetzt nicht. Haben wir ja bis jetzt die Kiste nicht voll. Die Tasche nicht voll. Ach, das ist dieser Scheiß hier. Ah, warte, das ist ein bisschen verwirrend hier, dieses Teil. Hier. Ich habe das noch gar nicht mit den Götzen gecheckt. Hier sind die, aber ich glaube, diese Götzen, warte mal, Alt-Tab ist hier. Mit den Götzen sind Idols, gell? Genau, das sind diese hier. Gehe ich immer auf Health und Increased Health. Immer die gleichen. Ist es bei dem. Health und Increased Health anscheinend. Large Immortal Idols. Studlagoyan Idols und Studlagor noch, okay. Ist immer das. Ich habe solche noch gar nicht. Ich habe nur sowas. Ich wollte alles verkaufen, außer die Götzen nicht. Erstmal behalten die Götzen. Erstmal behalten die Götzen. Oh, hier. Ausweichwertung für eine Anikrit ist schon bestimmt gut. So. Was mir so ein bisschen fehlt, ist so eine Sicht. Wie viel Schaden ich jetzt mache und dann wechsle ich das Equip und wie viel Schaden ich dann mache. Ich habe gestern irgend so eine Sicht gefunden, aber da stand dann nur da, ich mache von dem und dem so und so viel Schaden, aber nicht wie viel Schaden ich gesamt mache. Denke, mein Ding ist eher Diablo. Das weiß ich ja. Ich finde das um ein Vielfaches besser. Mir hat Diablo immer nur ein, zwei Stündchen bedingt Spaß gemacht. Und ich habe da nie die Verbindung zugefunden. Frag mich jetzt nicht genau warum. So Hack and Slay war nie so mein Ding. Aber aktuell passt das, denn ich habe so viel Survival Games gespielt. Ich wollte noch ein Spiel, aber ich musste mal kurz raus aus dieser Bubble. Spiele ich dann schon noch weiter, aber ich musste mal raus aus der Bubble, Leute. Also zu viel Survival. Und das passt ganz gut. Ich hatte mir Pacific Drive angeschaut, hatte mir das angeschaut und ich dachte mir, hey, komm, jetzt passt das ganz gut erstmal im Moment. C. Stimmt, C war das. Das Ding ist, hier stehen halt nur die Werte, schau mal, prozentual. Ich suche sowas,
jetzt wieder zum Diablo. Dann wechsle ich das und dann steht da, ich mache 100.000 Schaden, mein Wechsel 75.000 Schaden. Das gibt es nicht, gell? Weil hier sind immer nur prozentuale irgendwelche Schaden. Was weiß ich, wie die sich auswirken. Giftschaden, leeren Schaden, ja, physischer Schaden, Wurfangriffschaden, Bogenschaden, schön, 20%. Aber von was 20% und wie? Zaubergeschwindigkeit, Nahkampfgeschwindigkeit, Wurfangriff, too much. Ich will eine Zahl. Ach, dieses ganze Hasscamps um der bei 4 sind absoluter Quatsch. Ich hab da gar keinen Hass. Ich hab's halt jetzt nicht mehr so enjoyed, ganz einfach. Ich bin kein Mensch, der Hass schiebt. Nicht gegen viel zumindest. Ich hab's nicht so ganz enjoyed und fertig. Und da habe ich jetzt mal das erste Mal im Leben was anders probiert. Ich kenne von Hack and Slay, kenne ich nur Diablo 3 und 4. Und jetzt habe ich mich mal an was Neues herangetraut. Und bis jetzt macht es halt Fun. Fertig. Ende der Story. Bin da nicht so ewig auf Held oder sowas aus. Ich hätte nur wichtige Sachen. Wie mein Leben. Das hate ich. Sacred habe ich schon mal gehört. Wenn mal irgendein neuer Teil rauskommen sollte, kann man das bestimmt spielen. Mit meiner schönen 2070. Hier, Grafikkarte. Aber du spielst ja das Spiel ja auch. Das hättest du, glaube ich, nicht wegen den Servern gefragt. Was zockst du denn da? Ich habe einfach jetzt random, ich wollte eigentlich Hexenmeister spielen. Habe aber mit bei den ersten zwei der Level den Spell Fluch bekommen und Sense. Und der hat mir dann so gut gefallen, dass ich dann nach einem Bild gesucht habe und dann hat der Hieroka den Bild Lich gefunden. Ich habe mir ja da kurz die Spells überflogen und habe mir gedacht, ja, Hexmeister so mit Dots. Das andere, weiß nicht mehr, wie das heißt, das ist dann mit Pads. Und Lich las sich so nach Melee irgendwie. Und dachte mir, okay, dann wird es schon Melee sein. Naja, jetzt ist das ja eh unter Microsoft Hand, dann machen die das schon. Die haben jetzt alle gefeuert und jetzt sind die neue einstellen für richtiges Diablo. LOL. Lass die Bocht nicht mal annähern, das befehlende Trefferfeedback. Allein das reicht mir schon aus. Ja, das kann ja sein. Du bist ja da wirklich in Diablo drin. Und ich kann das doch nicht vergleichen. Ich war noch nie so tief in der Materie. Ich finde es okay, so wie es ist. Vielleicht ist es etwas mehr so für Laien. Und das bin ich ja. Das reicht mir ja dann dicke. Tschüss. Besiege den imperialen Trupp und finde das Smaragd. Okay. Also wie gesagt, ich sehe das ganz entspannt. Ich spiele jetzt ein bisschen, es macht Fun. Bringt mich aus der Survival-Bubble ein bisschen raus. Und dann gucken wir mal. Ich habe noch viele Games, die ich dir aufgeschrieben, was ich noch zocken möchte. Oder zumindest die ich schon gezockt habe und weiter zocken möchte und auch neue. Ja. Und mal schauen, was noch Unerwartetes kommt. Ich weiß, warum du Diablo 4 magst, wegen den Affixen, wie bei M+. Du bist ja auch ein M+-Liebhaber. Best, oder? Verstehe ich jetzt. Next Level. Nee, also im Endeffekt ist das scheißegal. Soll jeder spielen, was er will.
jedem, was halt Spaß macht. Mir macht es aktuell Spaß, wenn es mir morgen kein Fun mehr macht, dann spielst du nicht mehr. Amen. Weißt du? Heute ist geil, wie es morgen übermorgen ist, kann ich nur nicht sagen. Ja, du spielst immer mal wieder kein WoW, weiß ich ja. Wenn ich dich dann übermorgen frage, hey, ich habe M Plus gemacht hier und da. Ich habe ja auch nicht mehr gespielt seit Januar 2023 und wir haben jetzt bald März, also Ende Februar. Was soll ich sagen? Ja, ich meine, was sagt denn eine Deinstallation aus heutzutage? Das Ding ist in ein paar Minuten oder ein paar Stunden je nach Internetleitung wieder installiert. Oh Gott, was ist das hier alles? Also das sagt nicht so viel aus. Tot, zu viel. Zu viel hier. Weißt du, ich meine, das sagt ja alles nicht so wirklich aus. Werde ich bestimmt mal wieder spielen, so ist ja nicht. Ich bin dem allem offen, ich sag dann nicht nein oder so. Ich kommt mal wieder. Vielleicht schaue ich mal Cutter ein bisschen an. Ich fand Cutter sehr gut. Das neue Addon werde ich bestimmt auch anschauen. Mal so ein bisschen. Mal gucken. Ganz entspannt. Wenn ich dann Lust habe zu dem Zeitpunkt. Die Installation Shortcut entfernen aus dem Auge. Ja, das kann sein, ja. Aber ich spiele halt nie Spiele mehr aus als Shortcut. Und mein Desktop ist. Sind alle Symbole ausgeblendet. Also weißt du Bescheid, Zinkel, falls du mich in Zukunft besuchen willst, ich bin öfters hier. Gib das auch im Discord an. Und hoffentlich wächst die Page dann von Tag zu Tag, hab da noch einige Ideen. Nur bin ich da nicht mächtig genug, das selber zu machen, weil ich da ein bisschen zu wenig Skill habe. Und wenn ich ein, zwei Sachen verschieben möchte, dann brauche ich Jahre. Und ja, das passt schon erstmal. Hab da wieder rein investet. Und jetzt mal gucken. Immer so ein, zwei neue Leute einladen. Wer Bock hat, kann mich auch im Discord besuchen. Immer wenn ich hier Aufnahmen mache, bin ich auch im Discord. Und fertig. Jetzt müssen wir mal schauen, kurz nach dem Skillmill hier. Skillmill hier. Gut, dann schauen wir mal, was wir hier brauchen. Also, jetzt skillen wir erstmal weiter. Wir haben 3 Punkte beim Licht. Ich glaube, wir müssen passiv. Zack. Hallo, wieso kann ich hier nicht mehr scrollen? Achso. Wir müssen 5 da reinsetzen. 5. Und das nächste. 2 in die Hand. Was ist denn die Hand, Euder? Die Hand? Ja, die Hand ist wichtig, richtig. Lähmende Erkenntnis. Alt für weitere Informationen. Okay, steht gar nichts da. Jeder Intelligenzpunkt gewährt 4% Schutzzauber, verbessert Fähigkeiten, die auf sorgfältig studierter Magie beruhen, wie Blutreißen und hungrige Seelen. Ich bleib mir doch in meinem RP-Zeug. Ja, das ist doch okay, das ist doch schön. Das ist doch schön. Wenn sich mal trotzdem was ergibt, dass wir zusammen zocken können, irgendwas, dann würdest du mich freuen. Why not? Weil, wie ich das schon geschrieben habe, zu 99% spiele ich eh alleine. Und deswegen hat es mir jetzt auch nichts ausgemacht mit diesem Offline-Ding. Und RP ist doch ein schönes Ding. Da kann man nach Hause kommen, aus der Arbeit oder wo auch immer, sich in eine schöne Welt reinversetzen und da ein bisschen abschalten. Einfach jemand anderes sein, so wie in jedem Spieler. Ich bin ja auch hier ein Schnitter. Ich bin der geile Schnitter im Spiel. Baldur's Gate habe ich auch gespielt. Das halte ich für ein sehr, sehr krasses Spiel. Und dann hatte ich Stargate gespielt und dann, hatte ich dann aufgehört erstmal, weil es mir dann nicht mehr so ging. Okay, also in die Hände 2. Einmal, zweimal habe ich. So, S. Hier haben wir jetzt 5. Jetzt haben wir hier einen neuen Spell. Jetzt haben wir hier einen neuen Spell. Könnten wir reintun.
Das Ding, der einzige Spell, der mir noch fehlt für mein Bild, ist das hier, diese Dame. Das tote Siegel oder wie auch immer das heißt. Ich hab die Hardware der alten Teile noch hier. Ja? Das war gut. Hier ist halt Core Part of the Build in Enables the Low Life Playstyle. Ja. Da werde ich immer schwitzen müssen hier. Und das Ding ist, wie oder wann bekomme ich diese Dame? Und bekomme ich die vor 50? Dass ich jetzt... Hier, Todessiegel da. Mit 30 bekomme ich die. Habe ich da schon. Freigeschaltet durch Verteilen von Punkten. Ah, im Lichbaum. Ich habe die schon gesehen, die Fähigkeit. Ich weiß halt nie, welche Taste wo ist. I, P, P, da. Hier, da ist die Dame, habe ich schon gesehen. Ne, das ist Seelen. Hier, da, mit 30, hä? Ach, 30 Punkte. Benötigt Meisterschaft. Wie viele Punkte habe ich denn schon drin? 22. Also, ich würde es so machen. Ich würde auf die 30 Punkte hier hoffen. Und dann würde ich den Spell erst hier reintun. Alter, welche. Weißt du, aber ich kann ja den Spell resetten, hast du gesagt, Jero, gell? Ich kann ja den Spell resetten. Da kann ich einen anderen reintun. Dann tue ich halt, also... Ja, dann tue ich halt den Spell rein. Das ist der Spell, den ich halt auch mainly habe. Die habe ich alle mainly mit dem dazu. Stimmt. Ich tue einfach den da rein. Machen wir das so. Weil der hier ist ja auch mit drin. Amazing Move mit Tons of Buffs and Utility. Grant yourself Frenzy and Haste. Mhm. Okay, machen wir das mal. Und wenn der andere Spell ready ist, dann switche ich halt um und fertig. Und tu den auf 50. Weil der andere ist halt ein Core-Spell, wie sie gemeint haben. Gut, dann tue ich den hier da rein. Und dann skill ich. Warte. Arbeite jetzt mit mehreren Leuten am Server. Ich wusste nicht, dass du überhaupt noch einen Server hast. Du hast dir mehrere Server aufgegeben und dann wieder neu gemacht und so oder verkauft. Und wird ja bestimmt ein Red Dead Server sein. Ach so, schon wieder verkauft. Ja, okay. Ja, das ist ja auch gut, mit mehreren dran zu arbeiten. Ist ein bisschen entspannter. Das ist doch schön. Das ist doch schön. Ich habe es ja selbst gemerkt, als ich dieses Projekt angefangen habe, komplett alleine das alles zu machen, ist schon sehr, sehr krass. So, als erstes zweimal in den Schrei. Das stand auch da oben. Das Wirken von Transplantation gewährt dir für eine kurze Zeit Hast und Raserei. Ja, nutze ich eh immer. Nutze ich eh immer. Das ist geil. Und dann Nummer 3 ist in diesem Rain of Blood, dieses komische Zeichen da. Transplantation erzeugt einen zusätzlichen Körper, der bei Ankunft explodiert. Das Ding ist Transplantation. Dieser Name. Auch total komisch. Dann gehen wir hier rein. Du wirkst Knochenfluch um den Zielort, nachdem du angekommen bist. Das ist Knochenfluch, oder? Ey, cool, da muss ich ja gar nicht hinspammen. Und nochmal auf 3 hoch. Oh, perfekt. Zack. Sehr geil. So, dann haben wir das mal. Geil, dann haben wir diese Fähigkeit verbessert. Cool, freut mich. Und sonst haben wir, glaube ich, alles. Wir haben S. Ja, wir haben voll. Wir haben P, wir haben voll. Wunderbar. Dann können wir ja weiter. Irgendwelche komischen Orakel besiegen. Haben wir verkauft? Müssen wir verkaufen?
Noch nicht. Oh, was denn hier alles? Dienerschaden, Diener gesunder. Multiplikator kritischer Treffer erhöht den Schaden im Laufe der Zeit, erhöht nekrotischen Schaden, verringert kritische Trefferchance um 67%. Das Ding ist, ich weiß ja gar nicht. Ist das jetzt gut für mich oder nicht? Dienerschaden, ja, okay, ich habe jetzt noch einen Diener. Bis ich der andere. Bis noch 8 Level. Und dann habe ich gar keinen mehr. Aber so verliere ich halt Crit. Ich, keine Ahnung, ich weiß immer noch nicht genau, was ich tragen soll oder nicht hier. Ich bin halt mehr auf physische Sachen gegangen. Warte, Magier. Also hier ist Necrotic Damage, Intelligenz, Creased Health, überall Health. Melee, Crit, Multiplier, Health, Intelligence hier. Increased Necrotic Damage, Void Resistant, Physical Resistance, Endurance, Intellect hier, Critical Multiply anscheinend auch hier. Crit ist schon wichtig. Und bei dem Level-Dings da, wo ich jetzt gerade bin, Gearing hier, ich bin zwischen bei dem Level, das ist hier auch Health, Physical Resistance, Increase Poison Damage, Increase Damage Over Time, Chance to Poison Hit, Health, Physical Resistance. Ja, also Intelligenz bringt schon was, weil das damit halte ich dann auch mehr aus. Hey, das Ding habe ich ja gehabt, das habe ich weggegeben. Genau das habe ich gehabt, diese komische Hand. Aber diese Avarize. Ja, aber halt low. Elemental Damage Increased Leech Rate. Oha, okay, weiß ich nicht, ob ich das gehabt habe, genau, kann sein. Aber diese Hand, falls es sie nochmal gibt, ich habe die gehabt schon. Ganz am Anfang habe ich auch benutzt. Dann kam irgendwas, was besser war. Increased Cast Speed, Increased Poison Damage. Hier ist alles auf Poison irgendwie. Geh mal weiter, mal spazieren hier. Ich muss nach unten rechts mal gucken, ob wir jetzt krasser sind durch dieses Ding. Ich muss schauen, ob der Fluch jetzt auch echt automatisch kommt. Habe ich kein Stadtportal genutzt? Nee, oder? Oder ich bin nicht in Stadtportal rein. Ich habe keine Ahnung, was ich gemacht habe. Ich müsste richtig sein hier. Hier ist auf jeden Fall schon mal etwas. Etwas Böses. Hier war vielleicht etwas Böses. Ja, geil, man kommt bei und explodiert sogar. Okay, krass. Das erscheint eine wilde. Was? Hä, was war denn da? Da war doch nichts. Ah, okay, das kommt ja wirklich so, dieses. Okay, was hat denn da geleuchtet? War da wieder so eine Statue, die irgendwas gemacht hat? Komm mal kurz schauen. Was ist denn das? Achso. Was hat denn hier Schaden gemacht? Was ist denn hier? Der Typ oder was? Das war's? Ach, dieser eine Typ? Lol, wie doof. Oh, ich hab. Oh, die machen ja fast alle One-Shot hier. Boah, muss aufpassen mit den. Die haben alles so. Oh mein Gott. Ich sag da, Sinkri. Steuerung, Klick, to move. Mein zweites Mal, dass ich das so spiele. Das erste Mal, glaube ich. Haben nicht wir den Schurken angefangen damals bei Diablo? Da hatte ich Fun auf jeden Fall. Ich habe irgendwas Rotes gedroppt. Irgendwas stand halt da ganz groß, gehighlighted. Das hier. Das ist so gehighlighted, weil das halt perfekt ist, oder was? Das ist perfekt für mich. Schnitt plus ein Schnittgestalt plus Gesundheit. Okay, machen wir mal.
Wie minus 1 plus 1. Ja, okay. Okay, das sind ja die Items, die ich unbedingt brauche. Ach, ich bin ja dann teilweise auch mit dem Controller zurechtgekommen. Also, oder mit dem Click to Move hier. Hat das wirklich WSAD mitbekommen, oder was, jetzt mit der Zeit? Ich glaube, als wir das gespielt haben, war noch kein WSAD drin. Das ist ja ultra strong. Mit den Porten habe ich vielleicht den Fluch mit drin. Jetzt verstehe ich auch das Highlight, die Gegenstände, die wichtig sind. Boah, wie die HP sinkt, Alter. Wow, 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 yes. Weiß gar nicht, wann es kam, aber es war einfach da. Es hatte eh keinen Sinn gemacht, dass es nicht da ist. Weil wenn sowieso Controller geht. Aber ich bin mir nicht sicher, ob WSAD auch so way to go ist. Ich glaube dann dennoch, dass die Steuerung einfacher ist mit der Maus, oder? Kann man dann trotzdem klicken? Also klicken noch, also wenn man das ausschalten kann, wäre es cool. Dass nur WSAD geht. Boah, die Mobs, wie die mich zerstören. Ich hatte am Anfang einen Loot-Filter auf Endgame und beim Endgame habe ich dann kein Loot bekommen die ganze Zeit. Weißt du, und jetzt hänge ich halt, glaube ich, ein bisschen hinterher mit dem ganzen Stuff. Ich konnte nie was looten, ich habe X gedrückt und ein paar Mal Sachen gelootet. Oh, da ist irgendein Freund von denen. Okay, der ging gut, ey. Okay, hinporten und direkt Fluch ist krass. Hallo, entschuldige, bla bla bla, weggehen, jo. Ja, auch das werde ich schon nochmal probieren, Sinkri. Auf jeden Fall. Ich fand's ja nicht schlecht, mich hat's nur ein bisschen gestört, dass die Season so zeitig kam. Und schade, dass sie das Spiel nicht direkt mit Season released haben. Why not, weißt du? Hätte man ein Char gespielt und wäre man dabei geblieben, so ein paar Monate. Aber ist auch egal. Hey, wenn ich Bock drauf habe, spiele ich halt wieder. Von daher ist alles entspannt. Dann nochmal so. Hier schon mal auch ein Sensenmann, ne? Okay, das Port ist jetzt echt krass hier, ja? Diese Attacks wie. Loot-Filter sind einfach. Ich habe noch nie sowas gehabt im Spiel, oder ich kenne das gar nicht. So Hack and Slay ist halt wirklich für mich neue Welt. Aber es macht Laune. Erstmal der Plan mit dem Char das irgendwie zu spielen. Und dann mal so schauen, ob das Endgame was für mich ist. Vielleicht macht mir das auch keinen Bock. Dann werde ich halt noch einen Char leveln oder so. Eher so. Und bei dem neuen Char kann man die Story, glaube ich, ein bisschen abkürzen, habe ich gelesen. Hält ja ganz schön was aus, der Typ. Und mal gucken. Mich interessiert ja auch teilweise von den einigen Charts die verschiedenen Meisterschaften. Die kann man ja nicht. Oh mein Gott, ich habe die normale Gestalt. Willst du mich verarschen?
Aber ich versuche mir jetzt irgendwie so ein bisschen Click-to-Move auch zu anzueignen. Habe ich ja schon damals probiert, als wir mit Schurken gespielt haben. Bin da entspannt, die haben einfach nur viel Potenzial. Gute Items sind eins, was nervt. Wird aber eh nicht lang. Ja, das verändert sich schon. Ich meine, Diablo 3 war jetzt 10 Jahre und ich weiß nicht, ob es von Anfang an okay war, aber ich glaube, das war allgemein nicht schlecht. Jetzt müssen wir nach rechts hoch. Ja, das ist wieder so eine Sache jetzt.